Herzlich willkommen zurück zu einer der Prüfungen, die ich am allerwenigsten mag. Eskortiere Toddett oder Toad, mir egal. Ja, das wird vermutlich etwas schwieriger, aber ich glaube, bevor wir das machen, schauen wir uns in der Kampfzentrale um. Erstens, wir brauchen ein anderes Team. Ich finde Luigi für solche Aufgaben immer sehr gut. Und eigentlich ist Baby Peach eigentlich auch nicht so schlecht für sowas. Und wir haben jede Menge neue Fertigkeiten bekommen. Natürlich Goldwaffen, die wir uns auch noch anschauen können. Dann schauen wir uns erstmal die Waffen an. Und wegen Goldwaffen gibt's nichts Neues. Aber wir kommen immer dem Spiel weiter Richtung Ende. Merkt ihr schon, wie die Waffen im Spiel ausgehen? Die neuen Waffen, hier sind sogar nur noch drei. Nicht schlecht. Da haben wir was Neues. Eine Goldrauschbombe mit größere Crit-Chance gegen mittlere Gegner. Ja, komm, die nehmen wir mit. Auch wenn ich gar nicht mehr so viel Geld habe. So, Fertigkeiten. Du hast noch 90 Punkte. Mit dir wollten wir den Sprung verbessern. Und da Raserei auch. Mit Raserei hat man schon festgestellt, haben wir nur wenig Schaden, den wir machen. Das wäre gar nicht so verkehrt. Und da müssen wir es machen. Stampfschaden, 150, das Ding ziemlich gut. Stampfradius gefällt mir auch sehr gut. Hochsitzbonus, weiß ich nicht, ob ich ihn jetzt unbedingt brauche. Mehr Leben. Kraftpaket nutze ich eher weniger, um ehrlich zu sein. Da würde mir das Mehrleben besser gefallen. Also 60 Kugeln dafür. 70, 80, 60. Ich würde fast sagen, wir nehmen das Leben mit. Das nutzen wir auf alle Fälle immer. So, Rebel Peach. Da können wir ruhig noch ein wenig mit dashen. Jetzt gibt es auch mehr Gegner, die mehr beieinander sind. Vielleicht lohnt sich das mit der Extra-Raserei. Na, das ist jetzt mehr Schaden. Würde mir besser gefallen. Aber 100 Kugeln. Der Schild ist natürlich auch nicht verkehrt. Mehr Hallen gefällt mir auch sehr gut. Kostet auch wieder 100 Kugeln. Der Radius erhöhen. Mehr Heilung für 80 Kugeln. Das klingt nach einer Sache, die ich gerne hätte. Wir nehmen das hier. So, Rebel Luigi. Alles, was die Vampirrasereien dergleichen angeht. Da war ich fleißig. Die Barriere, das Schwächezeug, mehr Leben können wir auch holen. Oder mehr Bewegungsfreiheit, einfach nur, weil wir mit ihm viel dashen wollen. Nehmen wir mit. Mehr Leben ist auch nicht verkehrt. So, du hast nochmal 90 Punkte. Rasereischaden, das sollte man definitiv mal erhöhen. 40 Schadenspunkte, das ist echt mickrig. Weiter springen klingt aber auch nicht so verkehrt. Und er ist ja eigentlich unser schneller Typ. Oh. Hier für 100 Punkte den Cooldown von dem Eisenblick verringern, das würde mir viel besser gefallen. Dann warte ich sogar noch ein bisschen. Muss man mal dran denken, ich hoffe, ich vergesse es nicht. Raserei. Zweimal reicht, glaube ich. Kravum-Raserei, noch ein Feld erhöhen, ich weiß ja nicht. Weiter springen wäre nicht so verkehrt. Leibwächter, wie oft nutzt man den? Eigentlich eher selten. Magnettanz haben wir jetzt schon ein paar Mal genutzt. Oder wir nutzen ihn immer mal wieder. Und daher eigentlich gar nicht so verkehrt. Oder halt hier weiterlaufen, mehr Kraftpunkte, das sind alles solche coolen Sachen. Aber ich würde sagen, einmal hier die 20 Punkte sind gut investiert, dass wir ein Stück weiter springen können. Und dann weiterlaufen ist einfach immer eine gute Variante. Das nehmen wir. Peach. Peach nutzen wir eher selten. Aber Peach wäre auch eine gute Heilerin, wenn sie das mit dem Springen besser kann. Hier ein weiterer Radius für den Heilsprung. Das klingt sehr gut. 90 Kugeln müssen wir dafür. Weiter springen, das klingt auch sehr gut. 60 Kugeln. Prinzessinnenblick gefällt mir auch sehr gut. Würde ich fast eher nehmen. 80 Kugeln wollen sie dafür. Protektor ist auch nicht verkehrt, aber weiß nicht, wie sehr ich das brauche. Ich glaube, ich nehme wirklich am liebsten hier erstmal den Prinzessinnen-Schaden mit. Dann hier vielleicht noch etwas Leben für 40 Kugeln? Ne, 60 Kugeln. Ich muss vielleicht noch ein bisschen warten mit solchen Sachen und dann lieber hier den Cooldown nehmen.
Das lasse ich so. Wir nutzen sie eh seltener. Du kannst sie jetzt schon dreimal Raserei machen. Das reicht mir, glaube ich, auch. Du hast wieder... Ach, Schaden haben wir schon. Dreimal ist halt schon gut. Bewegungsbasierten Schaden abwehren. Noch mehr davon abwehren. Was hätten wir hier noch? Ich glaube, du kannst welche verjagen. Weiß ich nicht, ob wir das jetzt unbedingt brauchen, sofort. Mehr Leben hingegen ist immer eine gute Sache. Nämlich, dass wir unbesiegbar werden. Kämpfen. Da, wo ist denn Toadette? Ach. Ja. Das hatte ich ein wenig anders erhofft. Müssen hier ganz schnell weg und dann hier rüber. Wie weit kannst du denn laufen? Du kommst nicht in die Röhre, perfekt. Das heißt, ich müsste mich eigentlich relativ sicher hier rüberstellen können. Gibt es denn hier noch Gegner? Ihr kommt bis zur Röhre, oder? Bis zur Röhre, perfekt. Dann müssen wir nur schauen, dass wir schnell genug darüber kommen, um Toadette zu beschützen. Das ist mal was anderes. Finde ich interessant. Wenn ich auch sagen muss, ich mag die Toilettenmissionen allgemein eher weniger. Aber sie sind immer interessant. Das muss man sagen. Und es gibt auch ein bisschen mehr Abwechslung. Also eigentlich nicht schlecht. Auch wenn es halt meinen persönlichen Geschmack nicht trifft. Ich würde sagen Leichtfuß, damit jeder noch ein Stück weiterlaufen kann. Du kommst bis zur Röhre auf alle Fälle. Genauso. Aber auch. Oder wollen wir einen noch hier rüber schicken? Hier gibt es nur einen, den mit 15 Leben. Dann könnten wir hier rüberkommen, hier rauf. Dann sind wir schon fast hier drüben. Und hier gibt es zwei mit 115 Leben. Ich glaube, ich nehme den rechten an. So. Eins. Und kein zweites Mal dashen. Dann kommen wir bis hierher. Wenn wir uns... denn, liebes Spiel? Ich würde einfach hier bleiben. Wenn wir uns hier hinstellen irgendwo, könnte man nochmal bis rüber springen. Das würde, glaube ich, sehr helfen. Okay. Ich glaube, am wenigsten weit könnte Mario kommen. Wobei, alle kommen bis zur Röhre und danach ist es egal, weil alle denselben Röhrenausgangsradius ungefähr haben. Oh, da kommst du... Oh, da kommt Birgit Peach eins weiter. Sie kommt eins weiter. Und dann reicht es genau um 5 einzelne Punkte nicht mit dem Dash hier. Machst du Schaden? 60. Okay, dann dashen wir mit Luigi den anderen. Mario 1. Und nicht mal bis hier rüber. Boah. Okay, dann lasst uns das mal ein Stück an. Cool. Wenn ich mich mit Peach hier hinstelle, nur noch rüberspringen, vermutlich. Dann komme ich mit Mario auch noch ein Stück weiter. Andererseits spielt das eine Rolle. Hier ist schon die Röhre. Wir müssen gar nicht hier ganz hinter. Wir müssen nur hier rüberkommen. Bevor ich hier Ewigkeiten rumüberlege, wir hauen ihn, stellen uns dann hier hinter. Dann über mit Peach. Nimmt sich ihn hier vor. Der schon mal hin weg. Dann wie viel machst du? 155? Ja, du machst ungefähr genauso viel Schaden. Dann können wir hier schon mal mit Mario drauf schießen. Dann ist der hinüber. Dann können wir nicht bei Peach die Bombe nutzen. Ich glaube, ich finde die Helden sich nicht so verkehrt, falls jemand in unsere Nähe kommt. Ich weiß noch nicht, ob ihr die überhaupt nutzen, aber ob ich sie gerade verschwende, aber ich glaube, das könnte gut funktionieren. So. Ah ne, warte mal. Erstmal die Bombe schicken, bevor wir uns hier weiter... wo hier weitergehen. Und wenn die auf alle Fälle auf die Bombe gehen, das hält die eine Weile lang auf. Und wenn wir sie dann trotzdem kriegen, nehmen wir auf alle Fälle einen raus. Achso, ich kann nur die treffen. Na gut.
Doktor, wollen wir los? Dann rüber. Mit dem Dash den drüben rausnehmen. Hier hinterstellen und die Sache läuft. Brauchen wir dann ein Schild? Eigentlich nicht, denke ich. Hier steht ja auch keiner weiter. Wir können aber immer noch welche nachspawnen. Drüben stehen die beiden 50er, wen juckt's? Und das mit dem Schild lassen wir mal sein. Und dann hierher. Springen, kommen sogar bis hierher. Und wenn die 50er hier rüberkommen wollen, müssen sie durch die Röhre kommen. Und dann werden sie vom Eisenblick getroffen. Oder wir haben halt Ruhe. Mit beiden wäre ich sehr zufrieden. Kann ich zwar keinen treffen, aber ich kann nur noch die Bombe schicken und das reicht direkt für beide. Wir sind so dermaßen stark mittlerweile. Wenn Toadette noch ein Feld weitergehen könnte, dann wäre ich zufrieden. Manchmal ist es wirklich nur dieses eine Feld, was fehlt. Und das passt bei denen leider viel zu oft. So. Lass mal die Gegner. Ich habe ja nun lang genug hier rumgemehrt. Genau, die gehen voll auf die Bombe. Das juckt uns gar nicht. Sollen die sich da schön mit aufhalten? Oder der geht hier weiter. Das habe ich so nicht kommen sehen. Aber dafür kriegt er jetzt, wurde er jetzt rausgenommen von der Heldensicht. Das ist ja trotzdem gelohnt. Den Grobian können wir, glaube ich, komplett in Ruhe lassen. Tschüss. Wir haben ja alle Gegner bis auf den Grobian jetzt rausgenommen. Nett. Dann mal hier rüber gehen, die beiden Münzen noch mitnehmen. Dann sollte man, glaube ich, Mario starten. Oder mit Toadette. Ich hoffe, du kommst dann noch bis zur Röhre in der nächsten Runde. Ein. Springen. Oh. Es haben sich neue Gegner angekündigt. Nur weil das Feld so groß ist, habe ich das nicht richtig gut gesehen. Ein Gukibu, den möchte ich da eigentlich gar nicht haben. Und wer kommt hier noch? Oh, der kommt dann bis hier raus. Der kann doch der treffen. Nein. Kann man doch nichts dagegen machen. Es sei denn, ich wäre hier runtergegangen. Hätte hier runtergehen können. Und dann die Röhre nehmen. Aber das kann... Nee, das kann er jetzt nicht. Ja, okay, dann war es mein Fehler. Na gut. Habe ich scheinbar nicht richtig aufgepasst. Oder ich wusste es auch nicht, muss man auch dazu sagen. Stell mich mal hier hin. Er wird sich vermutlich irgendwo hinstellen, wo er mich dann kriegt. Der da oben, den nehmen wir dann mit dem Hammer raus, hoffentlich. So. Sieh weiter. Hier runter und dann hier gleich mal mit dem Schutzschild hingestellt. Dass wir schnellstmöglich zu Toadette kommen und Toadette beschützen. Das geht, glaube ich, vor. Wir haben ja auch schon viele Gegner rausgenommen. Das wird schon passen. Da hätte ich doch schon eine Idee. Wir stellen uns hier hinter und schießen dann einfach auf den Grobian. Wird's aber fast von hier aus machen. Dann stehe ich noch ein Stückchen weiter weg von dem Gugibo. Nicht, dass der auf Luigi geht. Luigi hat am wenigsten Leben. So, Eisenblick. Wir treffen so oder so niemanden. Genau. Geht's. So, ein Gugibo und ein Grobian sind dazugekommen. 62 Schaden, das ist okay. Ja, da kriege ich dich mit dem Hammer nicht. Nein! Du Schuft! Wie bitter! Warum machst du denn sowas? Ah, der Magnettanz, den hatte ich nicht auf dem Schirm. Das ist richtig hart. Ah, das ist böse gewesen. Kann man echt nicht bis rüber.
Damit die nicht mehr springen. Ach, hier taucht direkt noch ein Grobian auf. Könnt ihr mir ruhig mal sagen, welche hier irgendwo auftauchen, sodass ich nicht alles absuchen muss? Siggi, das ist nicht so schön. Warte mal, was hast du für eine Fähigkeit? Tinte. Noch einen Siggi. War es denn, glaube ich, auch? Nee. Noch einen Siggi. Okay, also da hoch zu gehen ist keine Lösung. Stellen uns hier dahinter. Dann geht's halt nächste Runde erst in die Röhre. Hier aus treffe ich sie mit 100% Trefferquote, aber. Also der Googie-Boom muss raus wegen seinem Magnettanz. Den ganzen Rest, den schafft man schon irgendwie. Wenn ich von hier aus springe, komme ich höchstwahrscheinlich nicht mit Mario darüber. Ich komme hier halt nicht durch die Röhre. Das heißt, wir müssen vermutlich mehrmals drauf schießen. Schauen wir mal erstmal, was. Ja, du kommst ja dann da runter und der Grobian haut hier direkt hin. Das ist nicht schön. So kriegen wir den Googie-Boo nicht, so kriegen wir zumindest den Grobian hier. Dann stört der schon mal nicht mehr. Tschüss. Und mit den anderen beiden kriegen wir doch bestimmt den Googie-Boo. Schade, dass ich die Helden sich dann verbraucht habe. Aber es geht immer noch auf. Ging natürlich gleich eine Menge Schaden, aber wir können dann auch, glaube ich, gleich eine Menge heilen. Das wird schon passen. Möchte ich mich mit Luigi noch bewegen? Fast schon wieder hier rüber gehen. Andererseits, ich würde auch gerne hier bleiben. Damit wir Toadette gleich einen Bonus mitgeben können mit dem Schnellfuß. Das nächste Runde wieder fertig. Ich hoffe einfach mal, dass die anderen nicht hier rüberkommen und dergleichen. Wir können es dann ja drüben immer noch halten. Wenn Luigi auch eine Menge Schaden kriegt. Aber im Moment schaut es ziemlich eher aus. Sie jetzt so viele auftauchen. Damit habe ich. Also, es ist eine ultra schwere Prüfung, stand da. Klar. Und das ist immer, Toilette ist immer ein bisschen schwieriger, keine Frage, aber dass hier jetzt noch so viele auftauchen, damit habe ich auch einfach nicht gerechnet. Tinte. Hier, kleine Schweinchen. Das ist nicht schön. Ja, das ist schon Tinte. Ob der jetzt nochmal Tinte bekommt, was soll's. Nein, nicht auf Toilette. Okay, nur 50 Schaden. Damit komme ich klar. Grobian kommt halt immer nur vier Felder weit, sofern wir den nicht beschießen. Das ist schon in Ordnung. Ernsthaft, da drüben gibt es jetzt nochmal mehr Grobiane. Ah, nicht schön. Schaurige, oh, das ist schlimmer sogar. Schaurige Verteidiger. Ich doch. Mit Stoß, okay. Rübergehen. Aber da werden auch noch welche auftauchen. Als allererstes mal schneller mit dir, Toadette. Deswegen ist Luigi dabei, weil der Leute beschleunigen kann. Oh, und nur so wenig. Das ist echt furchtbar. Oh Mann, das ist gar nicht schön. Aber was würdest du machen? Hier bin ich immer noch im Heilradius. Hier kann ich den einen dann gleich mal auf kürzer machen. Was macht man? Tschüss. Mit der Fernkampfwaffe auf den Nahkampf. Wir heilen uns einmal, können nächste Runde dann den Schild nutzen und sie irgendwo prominent platzieren, dass die anderen
in Ruhe gelassen werden. Schaffst du auch locker die 150. Ja, genau. Das heißt, den Krobian kriegen wir auch raus. Wenn sie vielleicht Dashen rauskriegen. Jedenfalls kriegen wir hier immer noch einen Schuss drauf. Möchte ich da wirklich hoch? Ach komm, Mario, pack das. Mario macht 100 Schaden mit dem Sprung. Ernsthaft? Ihr habt eine Heldensicht? Eins zu weit weg zum Dashen. Nein, der Sprung reicht nicht mal. Ernsthaft komme ich da jetzt nicht mehr bis hin und muss einen Schuss einsetzen. Das habe ich mir definitiv anders vorgestellt. Oh ja, es hilft nichts. Luigi steht eins zu weit weg. Kommt da nicht rauf, weil die Röhren genau so platziert sind, dass ich das nicht schaffe? Dann werde ich die Heldensicht aktivieren und hoffen, dass wir hier ganz viele rausnehmen. Die Verteidiger kriegen uns, glaube ich, so an der Stelle erstmal noch nicht. Wobei es hätte auch nicht sein müssen, ich hätte den Grobian noch einfach ignorieren können, weiter Richtung Front gehen. Mit sowas habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich hätte lieber in dieser Runde die Bombe Richtung der Verteidiger geschickt. Das ging nicht im geringsten auf, der Plan. Bitte nicht auf Toilette. Nein. Ernsthaft? Warum einen Stoß? Ihr Schweinchen! Das ist richtig böse! Nein, jetzt muss man noch mal länger laufen. Oh nee! Wie schlecht! Das ist echt richtig bitter. Irgendwo tauchen jetzt noch welche auf. Ich glaube, die sind hier drüben, oder? Nur X gedrückt. Verteidiger. 3. Wie gut, dass wir... Auch noch eine. Ich würde sagen, wie gut, dass wir da unten lang gehen wollten. Da kommen sie zumindest nicht alle auf einmal. Das ist schon hilfreich. Ja. Ich würde sagen, erstmal die Bombe darunter schicken. Dann hoffen, dass wir sie alle mit Dashers wegbekommen. Habe ich immer zumindest schon mal noch die Bombe eingesetzt. Das passt auch. Und wir haben nicht mehr so viele Leute im Rücken. Das ist schon. Die Münzen einfach nur nehmen. 70. Wir können nur einmal dashen hier, wie es ausschaut. Sei denn? Ja, genau so kriegen wir das. Jetzt sind wir 2 und so weiter. Aber erstmal schauen. Na, Tordet. Warum musste sich da der Stoß aktivieren? Das ist so schlecht wetten. Warum? Schieß nicht auf sie. Wetten, dann reicht wieder ein einziges Feld nicht aus. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, wir kommen mit Mario da weg. Luigi kann am weitesten laufen. Ernsthaft nur eine Trefferchance von 50%. Wenn ich ihn hier hochstelle, reicht die Bombe bis darüber? Keine Ahnung. Aber die Bombe kann ich auch einfach so als Ablenkungsmanöver ziehen. Wo stelle ich denn aber Luigi hin?
glaube, der beste Plan ist erstmal hier über mit Peach weiterzugehen. Der Verteidiger hier keinen weiteren Mist baut. So, die sind raus. Und der geht dann höchstwahrscheinlich auf Velvet Peach. Mit Peach können wir das ab. Wir haben auch noch den Schild. Schwierig ist halt bei Toad. Der Stoß wirklich eben. Es ist super ärgerlich. Mit Mario. Hey, wir kommen ja gleich hier durch. Was für ein Röhrenausgangsrad. Ja, hier kommt gar nicht bis hin, oder? Ich glaube, einer würde es schaffen. Zwei. Der dritte nicht. Super Effekt garantiert, aber das macht es halt nicht besser. Stoß ist halt immer noch doof für so eine Mission. Zwei Röhren Ausgangsradius. Das heißt, die kommen höchstwahrscheinlich auch nochmal hier rein und können dann hier die können ewig weit kommen. Das ist super schlecht. Jetzt habe ich die Heldensicht leider schon eingesetzt. Klar, dass es hier keine Kontrollzone gibt. Ich glaube, ihn stelle ich dann hier hoch, dass der die gleich abschießt. Wenn die hier irgendwas machen, vielleicht kriegen sie Tinte. Vielleicht nehmen wir die auch raus, dann haben wir ein bisschen Glück. Dann geht das mit der Bombe auch immer noch oben. Mario. Ihn halt auch eigentlich nicht zu weit wegschicken, finde ich. Aber ich kann ihn auf alle Fälle raufschicken. Dann versuchen, den da hinten zu kriegen und ich kriege ihn nicht. Ernsthaft? Wird er wieder ein Feld oder wie? Ach, nicht schön. Muss halt auch zusehen, dass wir Mario dann hier noch reinbekommen nächste Runde. Kannst nur versuchen, hier das Beste draus zu machen. Das ist alles nicht ideal. Triffst du? Natürlich nicht. Dann hier rauf. Hier hinstellen für die Eisensicht. Oder für den Eisenblick. Ach, schau mal an, wir können so auch nochmal drauf schießen. Eisenblick. Luigi kann halt unendlich weit schießen. Diesmal hat er getroffen. Ach, wir hatten gar keine Bombe. Also der Plan war eigentlich doof. Aber wir haben jetzt zweimal drauf geschossen, mit 50% einmal getroffen, das reicht. So, also durch. Wir hoffen, dass das mit dem Stoß jetzt... wir haben 5 Zonen, keine Frage. Aber das ist halt sehr, sehr übel. Hier werden ständig Gegner nachspawnen, die werden immer stärker werden, schätze ich. Und das mit dem Stoß war halt jetzt einfach ungünstig. Und der, der nicht durch die Röhre hätte können, ist natürlich als erstes gezogen. Den, den wir nicht hätten rausnehmen müssen, der... Den haben wir jetzt getroffen. Könnte, damit der zumindest nicht mehr trifft. Aber die stellen sie aus irgendeinem Grund dahin. Warum auch immer. Was kommt denn da jetzt direkt am Ende raus? Schaurige Gehöfen zum Hallen. Ihr seid nicht... Schau mal an. Ich habe mich nur eigentlich verklickt. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ist das Schussreichweite, Gehreichweite, Sprungreichweite? Steht auch nirgendwo. Nee, Bewegung, Heilen, Entengranate. Aha. Oh, Toadette. Es ist nicht nur ein Feld, ich sehe es so weit ein, aber... So eine Nichtigkeit. Hier kannst du laufen? 5 Felder. 1, 2, 3, 4. Wenn ich mich hier hinterstelle, sollte es gut ausgehen. Theoretisch.
Damage. Müsste mich eigentlich... Oh nein, bitte nicht. Noch ein schauriger Verteidiger. Oh Mann. Es wird nicht besser. Wenn ich mich hier hinterstelle, kriege ich ihn nicht mehr. Muss aber irgendwas machen und mit ihr können wir uns halt noch gegenheilen. Das wird gleich viel, viel Schaden, aber mehr geht nicht. So. Odette schafft es nächste Runde auch so. Ich kriege mal rausgenommen. Sehr gut. Und wenn da gleich der schaurige Verteidiger kommt, schicken wir die Bombe los zu den... Dürfte nicht reichen von der Reichweite her. Kann die Bombe gar nicht einsetzen. Nein. Nicht schön. Die Bombe vielleicht von da oben einsetzen sollen. Ja. Das hätte ich machen sollen. Mein Fehler. Einfach nur Mario hinstellen, damit er potenziell Schaden abfangen kann. Okay, also man hätte vieles besser spielen können. Aber... Fehler passieren, da müssen wir eigentlich durch. Und solange ihr da drüben bleibt, habe ich gar nichts dagegen. Ja, hier ist halt übel. Der Stoß wird halt jetzt nochmal wehtun. 30 Schadenspunkte extra. Ja, klar. Und nochmal ein Bewegungsschaden. Sich auf, das finde ich gut. Auto dead. Wir werden es nicht in einem Zug schaffen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir könnten es schaffen mit Luigis Leichtfuß. Komm, auf geht's. Also Leichtfuß jetzt aufheben. Mario. Sprung. Da drauf. Die Hinterstände sind noch gut geschützt. Oder wir nutzen den Hammer. Ich bin für den Hammer. Dann können wir die anderen beiden vielleicht noch nutzen, um die Gehilfen schon mal rauszunehmen. Er hat ja auch noch 455 Leben, also wir schlagen uns gar nicht so schlecht. Wird schon irgendwie passen, hoffe ich. Heldensicht haben wir jetzt auch wieder. Der da hinten steht leider recht gut. Das muss ich anerkennen. Die Bombe reicht aus. Nee, reicht nicht. Die reicht nur mit dem Crit aus, aber die trifft auf alle Fälle. Was nehmen wir mit? Immerhin, das ist schon mal was. Ja, da kam der Crit. Dann heißt es einmal Schaden und einmal Heilung der Gegner weniger. Heldensicht. Ach, ich kann diese Runde gar nicht heilen. Ups, mein Fehler. Und die hier schon bis durchgehen und dann versuchen, hier die Bombe zu starten. Wisst ihr was, das machen wir. Wird schon schief gehen. Ich hoffe nur Luigis Leichtfuß reicht dann direkt bis zu Toilette. So, das ist ordentlich Schaden und du verlierst deinen Schutz. Oder wir kriegen direkt wieder ein Crit und der nächste ist raus. Sehr nett. Dürfte nicht weit genug schießen können. Nee, ihr müsst schon durch die Röhre. So funktioniert das nicht. Ich habe mir vor denen, glaube ich, viel zu viel Sorgen gemacht. Was machen die denn da? Warum kommen die nicht rüber? Ernsthaft, oder die kommen nicht bis hierher? Das ist nicht schön. Ja, dann Luigi hier hin. So kommt Toadette
vermutlich bis in die Röhre. Dann kriegt Luigi gleich ordentlich Schaden, aber da muss ich fürchterlich durch. Und ich glaube nicht, dass sie den in einer Runde rausnehmen kann. Wir können ja auch noch Mario hier als halbes Schutzschild aufstellen, so hart wie das klingt. Ich wüsste gerne den Radius. Ah. Nee. Ach, jetzt. Ja, ich war auf dem falschen drauf. Ja, okay, mein Schuld. So. Haben wir auch nochmal geheilt. Und schießen auf einen, obwohl es gar nichts bringt. Aber vielleicht fühlen sie sich dann in ihrem Plan bestätigt, da stehen zu bleiben. Noch ein Verteidiger auf beiden Seiten. Die wollte echt eine Wand aufbauen. Nein, er geht hier durch. Oh. Bitte nicht, Toadette. Nein, nein. Okay. Nein. Lass das. Nein. Gut. Soweit in Ordnung. Oh, wo ist denn Mario? Ups, in weiter Richtung Röhre, wollte ich gerade sagen. So nicht. Ja, aber geh weiter weg. Das ist eine gute Idee. Ganz weit weg mit dir. Wusch. Und da hat sie es auch schon erledigt. Wir hätten noch mehr Runden gehabt, keine Frage, aber die Gegner werden ja auch nicht schwächer. War auf alle Fälle sehr interessant. Wie gesagt, ist nicht mein Fall, aber interessant ist es immer. Schauen wir gleich mal, wo es hier weitergeht. Oh, Prüfung super schwer, haben wir durch. Gehen wir hier weiter. Müsste hier noch irgendwo Prüfung Nummer 9 sein. Weiter. Auf. Muss mal eine Prüfung sein. Höchstens hat noch so einen Stein, den man zerhaut. Weg, wo wir nicht hinkommen. Ich glaube aber, der ist nur Deko. So wie der ausschaut. Kann mich auch komplett täuschen. Das sieht doch nach einem Kampffeld aus. Genau. Prüfung Nummer 9. Dann fehlt nur noch 1 bis 6 und wieder super schwer. Aber das gibt's dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Toadette-Mission. Und dann haben wir noch eine Prüfung jetzt, die absehbar ist, wo sie ist. Und die anderen 6 nicht den Hauch einer Ahnung, wo die sein sollen. Entweder ich habe es komplett übersehen oder ich weiß auch nicht. Das kann ja was werden. Gut, dann bis zum nächsten Mal.